Hallo und herzlich willkommen zu dieser Auswahl. Ja, ich lade dich ganz herzlich ein für die nächste Staffel vom Geheimnis von der Hohepriesterin, deine Stimme abzugeben für die Kartenauswahl. Du siehst, ich habe hier bereits eine Vorauswahl getroffen von meinen Tarot-Sets. Und die Auswahl ist auf drei Kartensets gefallen, die nicht so einem klassischen Tarot entspringen. Es sind alles Tarotkarten, die ich persönlich sehr schön finde. Ich habe logischerweise nur Karten, die ich schön finde, aber sie sind eher ein bisschen auf der Seite der klassischen Tarotkarten. Aber ich finde auch, dass die Karten alle zusammen auch sehr expressiv sein und somit folgt die Serie einem expressiven Charakter von all dem, was wird passieren, aber auch durch den Ausdruck von dem, was auf der Karte als Bildmaterial wird vorkommen. Und dazu möchte ich dir gerne die Karte kurz vorstellen und wir werden ganz kurz in die Karte hineinflippen, um zu schauen, wie sie so ungefähr aussehen, dass du dir ein Bild machen kannst. Und du darfst mir sehr gerne im Kommentar unten deine Stimme abgeben, welches Kartenset dir am meisten gelusten für die nächste Staffel «Das Geheimnis der Hohepriesterin». Und das Kartenset mit der meisten Anzahl Stimmen wird dir dann entsprechend gewinnen. Und ich freue mich schon sehr, mit dir zusammen in die neue Serie zu starten. Und ich bin sehr gespannt, wie die Energien und Stimmung mit dem neuen Kartenset wird sein und welche Themen sich dort werden zeigen. Weil mir dünkt, der Nachhall von diesen Turmenergien, wo wir aus der letzten Serie hatten, die freigegeben worden ist von der Hohepriesterin im 1001 und 1001 Nacht-Tarot, das ist immer noch sehr gut spürbar. Und ich habe das Gefühl, das geht noch so bis Ende September. Und das Ziel wäre, dass wir im Oktober mit der neuen Serie, mit der dritten Staffel, das Geheimnis der Hohepriesterin, kann fortfahren. So, und jetzt schauen wir uns mal die Karten an. Das erste Set, das ich dir möchte vorstellen möchte, das ist hier das Morgan Greer Tarot. Das ist ein Tarot-Deck, wo der klassische Rider-Waite-Smith Folge eigentlich so weit auch nachgeahmt ist, einfach mit sehr, sehr expressivem Inhalt. Es kommt aus den 70er Jahren und ich habe das einfach sehr ein ansprechendes und sehr ein schönes Tarot-Set gefunden, einfach auch schon nur wegen dem Deckblatt, weil ich da die Sternchen einfach sehr schön gefunden habe. Es hat etwas ein bisschen Kindliches, es hat ein bisschen etwas Verspieltes. Es ist aber nicht ganz so ernst wie das klassische Rider-Waite. Und wir können mal schauen, wie die Bilder so ein bisschen aussehen. Sie sind eher flach und zweidimensional gehalten vom Ausdruck. Aber ich finde gleich, weil es so farbige Bilder sind und weil es auch keinen Rand hat, hat es schon auch sehr einen starken Ausdruck und auch sehr einen expressiven Charakter. Also, hier ist zum Beispiel die Königin der Stäbe, da heisst es Rotze, statt Königin der Stäbe ist ja Englisch, oder? Aber einfach auch, sonst von der Gestaltung her, ist es einfach noch ein bisschen näher am Ursprungsbild, habe ich das Gefühl. Zwei von der Stäbe. 10 von den Schwertern. Die Kraftkarte finde ich wunderschön. Also auch mit dem vielen Grün, das hier noch drumherum ist, mit den Bergen. Man hat ein bisschen das Gefühl, es ist Obendämmerung. Auch irgendwie in einem südlichen Land, hier mit diesen Palmen, Datu-Palmen, oder? Das Ass von der Münze. Das ist auch wunderschön, oder? Also gefällt mir sehr gut. Das ist der Eremit. Oder die Eremitin in dem Fall. Wunderschön, oder? Auch so südländisch. Das Ass von der Stäbe. Was sage ich? Oh, das ist gar nicht der Eremit. Muss ich schauen. 9 von der Münze ist das logischerweise. Sie hat Kette an. Das ist die Dame, die im Sommer in der Hecke steht und die 9 Münzen drumherum sind. Und da ist auch noch der Falke. Aber es ist so schön mit den Trauben auch. Das Gericht. Die Auferstehung. Königin von der Kelche. Also, es hat ganz einen speziellen eigenen Charakter.
Ein bisschen komikhaft ist es auch auf eine Art, das hat mir auch noch gefallen. Der Gehängte ist das gewesen. Und da haben wir den Tod. Auch sehr schön mit der Rose, mit der weißen Rose vom Frieden. Mässigkeit. Da haben wir den Eremit klassisch. Gerechtigkeit. Königin von der Münze. Sie sind sehr nöch bei der Königin oder auch bei der Hofkarte. Sie sind sehr, sehr nöch abgebildet. Also man muss ganz genau hinschauen, um das ganze Bild zu sehen. Oder man muss ein bisschen Distanz machen, um zu verstehen, was da ist. Dann haben wir hier den Herrscher und den Hierophant. Ja, das ist so das Morgan Greer Tarot. Ich finde, es hat ganz eine spezielle Energie. Es hat auch ein bisschen etwas Kindliches, Witziges, also etwas so ein bisschen Künstlerisches, was mir auch gefällt. Und hat einfach eine besondere Energie. Das nächste Tarot, das finde ich absolut wunderschön. Es ist das Crystal Tarot von der Elisabetta Trevisan. Und es hat wahnsinnig tolle Bilder. Also es ist wirklich expressiv, dem Expressionismus eigentlich auch zuzuordnen. Ich habe mich jetzt nicht noch viel näher mit der Kunst von der Elisabetta Trevisan auseinandergesetzt, aber es ist von der Tarotführung her auch ein Tarot, das eher ein bisschen nach dem Crowley geht. Das sieht man hier jetzt auch gerade sehr gut. Was ich einfach so schade finde, ist hier wiederum der Rand. Oder? Da hätte sie wirklich weglassen können. Und was ich einfach auch haben müssen, ist hier unten dran noch ein Stichwort herschreiben vom Büchli, weil es für mich sonst einfach fast ein bisschen zu abstrakt wäre. Klar, man kann es natürlich immer abstrakt deuten, aber mit einem kleinen Stichwort ist es für mich jetzt so gäbiger gewesen, zum Verstehen, um was es geht. Ähnlich wie es auch im Crowley ist, schreiben sie auch im Crowley-Tarot immer unten dran noch ein Stichwort und die habe ich jetzt hier aus dem Büchli auch übernommen und unten noch beschriftet. Du siehst, es ist ein abstraktes Tarot, aber es hat auch eine eigene schöne Deutungsenergie, das muss ich auch sagen. Es geht um die Verteidigung mit 8 von den Schwertern. Es ist ganz anders als, auch in der Deutung und in der Legung her, habe ich das Gefühl, es ist ganz anders mit dem, weil es halt einfach eher ein bisschen am Crowley-Charakter folgt. Investition 9 von den Münzen ist jetzt eben hier so. Ganz anders. Oder? Da sieht man nicht so viele Personen. Die kommen eher nur in den grossen Arkana vor. Aber sehr schön gemacht. Ah nein, hier haben wir den König der Kelche, der Intellektuelle. Interessant. Aber es ist ein Einklang von Gefühl und Verstand. Wir haben 8 von den Stäben. Und da hinten dran ist immer der Baum, der Lebensbaum, der hier auch abgebildet ist. Also es ist sehr viel Mysterium in dieser Karte von der Trevisan drin. Also da ist einfach auch eine ganz, ganz starke Energie. Es ist einfach ganz anders. So schön. Das sind die Liebenden, oder? Das ist so wunderschön. Der König von der Münze. Königin von der Münze, also eine von der schönsten Königinnen, die es gibt. So wunderschön mit dem Kleid da hinten mit der Münze, oder? Ass von der Stäbe. Sparen. 4 von der Münze. Das ist die klassische «Ich will mich nicht verändern» Karte. Kommt hier mit Sparen. Und das ist der Gehängte, der sich in dieser Rolle hier als Opfer sieht. Wunderschöne Hohepriesterin. Und auch sehr schöne Hierophant. Ja, es ist ganz ein spezielles Deck. Es ist auch ein Deck, wo ich nicht so viel damit arbeite. Einfach, weil mir die Bilderwelten noch nicht ganz so zugegen sind. Vielleicht bin ich auch ein bisschen bequem, das bisher mich da ein bisschen reinzuleben. Aber es hat wirklich eine ganz besondere Energie. Und es würde mich auch sehr freuen, wenn ich vielleicht mit dem für euch könnte deuten. Da kommt etwas ganz Wunderbares aus der Renaissance, das Vorrenaissance, Prä-Raphaelite Tarot. Und das sind alles so Bilder, ähnlich wie der Raphael-Engeli aus Rom, wo ihr wahrscheinlich alle auch kennt. Und das hat auch ein wunderschönes Deckblatt hier. Mit diesen Pfauen,
Dann muss ich sagen, ah, da gibt es das oben und das unten. Also wunderschön. Und das sieht so aus. Und hier haben wir Altmässigkeit. Uiui, 10 von den Schwertern. 7 von den Kelchen. Also ist wieder ein bisschen mehr nach dem Rider-White-Stil. 9 von den Kelchen. Page von den Stäben. Ritter von den Stäben. Der Stern. Eine wunderschöne Karte vom Tod. Das erinnert mich an Mrs. Dalloway. Ist es Mrs. Dalloway gewesen, wo Nicole Kidman echt auch so eine ähnliche Rolle spielt und sich dann das Leben nimmt von dem Film, in diesem Film. Man wird, sie ist vollkommen verhüllt und vollkommen maskiert und sie hat immer ganz viele psychische Probleme und sie schreibt das Buch von der Mrs. Dalloway. Und Mrs. Dalloway ist eigentlich eine Figur in diesem Film, wo das Buch liest und Nicole Kidman schreibt das Buch und dort geht sie dann auch als Schriftstellerin so in See und nimmt sich das Leben. Also wunderschön. Oder mit diesen Blumen, mit dem Schilf, mit dem Grün rundherum. Die Sonne. Nein, das ist nicht die Sonne, das ist der Mond. Es ist der Mond. Hat zuerst ausgesehen wie die Sonne. Wow. Die Magierin. Das Rad vom Schicksal. Königin von der Stäbe. Hier haben wir auch eine wunderschöne Hohepriesterin. Ganz fein. Die Page von der Schwerter. Und hier haben wir Gerechtigkeit. 6 von der Münze. Und hier haben wir 9 von der Stäbe. Ja, also das ist auch ein ganz wunderbares Tarotdeck. Und ja, ich bin sehr gespannt, was du meinst, mit welchem Deck wir hier möchten in die nächste Staffel von der Hohepriesterin einsteigen. Ich sammle sehr gerne eure Stimme, deine Stimme und ich werde mich dann im Oktober mit der neuen Legung das Geheimnis von der Hohepriesterin zurückmelden und dann wirst du sehen, mit welchem Orakel das, das wird sein. Ich freue mich sehr, von dir zu hören und ich wünsche dir bis dann eine ganz gute Zeit. Tschüss!